Hallo zusammen, ein neues Video von mir, und zwar möchte ich euch heute diese Palette hier vorstellen. Und zwar ist das die Kat Von D Alchemist Holographic Palette und das ist eine Face and Eye Highlighter Palette. Und als es damals die ersten Bilder davon gab, habe ich sofort gesagt, die muss ich haben, weil alleine die Verpackung natürlich in diesem dreieckigen Format extrem super schön aussieht. Also das spricht mich total an. Auch dieses Muster, was hier drauf ist, also rein von der Optik ist diese Palette der absolute Burner. Natürlich habe ich dann später gesehen, wie klein diese Palette ist. Ich hatte wirklich gedacht, dass sie um einiges größer ist, dass sie ungefähr die Größe hat von einer Anastasia Beverly Hills, von einem Glow Kit halt. Sie ist aber wirklich extrem klein, ihr könnt es sehen an meiner Hand. Die Größe ist wirklich ein Witz, also anders kann ich es nicht sagen. Ihr habt in dieser Palette dann ein Spiegelchen und habt hier diese vier Highlighter drin. Und die Fändchen der Highlighter sind wirklich so groß wie ein ganz normaler MAC-Lidschatten oder ein ganz normaler Make-up-Lidschatten. Also es ist wirklich Lidschattengröße. Und das macht das Ganze natürlich schon mal ein bisschen schwierig, wie ich finde. Und relativ teuer natürlich für vier Lidschatten. Von der Größe, das Ganze kostet, wenn ihr sie von Sephora bestellt, um die 40 Euro letztendlich umgerechnet. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr mit dem Versand und mit den Steuern. Also es ist schon eine Menge Geld für vier Lidschatten. Dann natürlich letztendlich. Und es ist eben auch relativ klein natürlich, wenn man bedenkt, dass man das Ganze auch im kompletten Gesicht tragen möchte, als Highlighter eben. Was natürlich auch die Frage aufwirft, sind diese Farben wirklich genauso wie die Farben aus der Anastasia Beverly Hills Moonshine Palette aus dem Glow Kit, wo ihr natürlich jede Menge mehr Inhalt habt. Zum einen habt ihr 6 Farben in dieser Palette, zum anderen natürlich auch von der Größe ein extremer Unterschied. Und ich möchte euch ganz gerne sagen, ob ich diese Palette wirklich gut finde oder nicht, ob ich finde, ob man beide braucht oder auch ruhig beide haben kann. Und ja, ich werde euch jetzt erstmal die 4 Farben aus der neuen Kat Von D Palette zeigen. Zum einen die Farbe Green, das ist die Farbe Emerald. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen wahrnehmen. Diesen super schönen holographischen Effekt. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Grün. Der Grundton ist eben durchsichtig und das ist eben so das Besondere an dieser Palette eben. Wenn ihr hier reinguckt von geradeaus, dann sehen die Töne fast weiß aus. Und ihr könnt, nur wenn ihr die Palette ein bisschen dreht, die Farben eben erkennen, was ihr wirklich für einen Schimmer dann letztendlich habt. Ich mache mal weiter mit der Farbe Blue. Saphir ist das. Und ich werde euch auf jeden Fall dann nochmal Fotos einblenden von der Hand, wenn ich fertig bin mit Swatchen, weil ich wie gesagt denke, dass das nicht so gut über die Kamera leider rüberkommt. Dann die Farbe Amethyst, das ist Ultraviolett in der Mitte. Und die Farbe Opal, das ist der pinkfarbene Ton hier unten. Und Pink Gold. Was ich wirklich sagen muss, ich habe diese Palette jetzt hauptsächlich verwendet für meine Augen. Tatsächlich als Lidschatten. Und ich denke, so werde ich das auch beibehalten, definitiv. Ich finde zwar, dass die auch super funktionieren als Highlighter im Gesicht, weil sie eine super feine Textur haben. Also ich finde die Textur dieser Palette um einiges besser als in dieser Palette. Ich finde in der Moonshine Palette, da habt ihr eine gröbere Konsistenz. Die von Kat Von D ist wirklich um einiges feiner von der Konsistenz und viel weicher und zarter aufzutragen. Zum anderen finde ich auch, dass diese sich um einiges besser verhalten über Lidschatten hinweg. Ihr könnt das zum Beispiel heute bei mir sehen. Ich habe den blauen Ton heute über ein Grau gegeben. Und da, wo ich diesen Ton eben aufgetragen habe, da könnt ihr wirklich extrem blau erkennen. Das habt ihr eben, wenn ihr die
Anastasia-Palette benutzt, nicht so extrem. Also ich hoffe, ihr könnt das einfach sehen. Auch im Innenwinkel habe ich den blauen Ton aufgetragen, allerdings ohne ein Grau natürlich. Und ich habe auch heute den blauen Ton aus der Palette als Highlighter verwendet auf den Wangen. Und ja, ich finde einfach die Textur super, super toll. Muss man beide Paletten haben? Ich denke natürlich nicht. Also wenn ihr mit der Moonshine-Palette total zufrieden seid und ihr habt die schon und ihr benutzt die auch hauptsächlich fürs Gesicht und findet die Textur super toll, dann braucht ihr diese Palette sicherlich nicht. Allerdings muss ich sagen, dass mir diese Palette von Kat Von D von der Textur um einiges besser gefällt. Natürlich habt ihr hier viel, viel weniger Produkt drin und wenn ihr natürlich da sagt, okay, so wenig Produkt für vier Töne, das möchtet ihr nicht ausgeben, dann seid ihr sicherlich mit der Moonshine-Palette, selbst mit dieser Fake-Palette, besser bedient, weil ihr hier um einiges mehr Produkt habt. Allerdings, um die jetzt wirklich als Lidschatten zu verwenden, finde ich diese Textur auf jeden Fall schöner und ich mag die Textur auch lieber als Highlighter als die, obwohl ich die Moonshine-Palette auch schon sehr, sehr gerne mag. Von daher bereue ich es nicht, dass ich mir diese Palette gekauft habe. Ich werde sie auch definitiv behalten und wie gesagt für meine Augen verwenden hauptsächlich. Da finde ich die super klasse. Natürlich habt ihr diese vier Töne auch in dieser Palette. Allerdings finde ich schon, dass es einen kleinen Unterschied gibt. Auch farblich gesehen sind die ein bisschen anders. Ich würde sagen, die Farbe Pink Heart ist dem Ton Opel auf jeden Fall am ähnlichsten farblich gesehen. Ich finde die anderen Farben, also zum Beispiel das Grün, ist natürlich auch grün. Aber ich finde, die Anastasia-Palette hat mehr Glitzerpartikel tatsächlich drin. Also wenn ich das 1:1 vergleiche, habe ich hier ein bisschen gröberen Glitzer drin als jetzt bei der Kat Von D Palette. Von daher, letztendlich müsst ihr selbst entscheiden, für welche Palette ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr eine haben wollt. Ich persönlich würde sagen, wenn ihr bereit seid, wirklich so viel Geld für vier kleine Lidschatten zu bezahlen, dann würde ich euch diese empfehlen tatsächlich. Wenn ihr sagt, nee, das ist zu wenig Produkt auf jeden Fall, ihr möchtet eine größere Auswahl haben, die aber vielleicht nicht so toll als Lidschatten wirklich sind, sondern mehr als Highlighter auf den Wangen, dann würde ich euch diese Palette eher empfehlen. Letztendlich denke ich, muss das jeder für sich selber entscheiden. Beide Paletten sind auf jeden Fall toll. Ich denke einfach, natürlich beschweren sich da viele darüber, dass diese eben so teuer ist für vier Lidschatten. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute sich damals Paletten von MAC geholt haben, so Quads auch mit vier Lidschatten, da kostet die Palette auch um die 36, 37 Euro, glaube ich. Ja, nur da das Ganze natürlich auch als Highlighter-Palette im Gesicht deklariert ist, ist es natürlich ein bisschen schade, dass diese eben so, so klein ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar da, welche Palette ihr schöner findet tatsächlich und interessieren euch diese Paletten überhaupt. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns sehr, sehr bald wieder. Habt einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.